In diesem Jahr, Herr Kardinal, haben wir 2000 Sängerinnen und Sänger und 2000 Musizierende. Und der Kardinal gehört zu den Sängerinnen und Sängern. Er ist nämlich der Sänger in der 10. Reihe dort hinten. Und bevor er gleich anfängt zu singen, möchte er euch begrüßen. Ich freue mich sehr, dass unser Dom heute voller Musikanten ist. Musik liegt in der Luft unseres Domes. Überlegt mal, jeden Tag werden 5 Gottesdienste gehalten und wir haben 3 Orgeln im Dom. Hier vorne die Schwalbennestorgel und hinten die spanischen Trompeten. Und sonntags sind sogar 7 Gottesdienste, immer mit viel Musik. Und nachdem bei der Geburt Jesu die Engel von Bethlehem gesungen haben, gehört die Musik in unseren Dom. Und ich freue mich, dass wir so viele junge musizierende Engel haben und größere. Und ich habe sogar erfahren, dass wir einen Chor von 60 Mundharmonika-Spielerinnen und Spieler haben, die mich vergangene Woche schon besucht haben. Die haben mir auch eine Mundharmonika geschenkt. Da sind sie. Im Südquerhaus. Ah, ja. Und ich war ganz erstaunt, dass ich wieder mitspielen konnte. Aber heute, ich verderbe nur den Chor. Ich möchte ganz herzlich begrüßen, dass die Höhner hier unsere Vorsänger wieder sind. Und möchte also singen, O du Fröhliche. Der Chef von den Höhner heißt nämlich Fröhlich. Und deswegen herzlich willkommen Chef. Den Höhnern. Und ich freue mich auf diese 1,5 Stunden jetzt. Dankeschön, Herr Kardinal. Wenn Sie ein Instrument so richtig toll spielen könnten, welches wäre das? Welches würden Sie am liebsten spielen? Am liebsten nicht Trompete, aber Querflöte. Also die Querflöten, strengt euch an, das Lieblingsinstrument, wo der Kardinal gerne mitspielen würde. Dankeschön, Herr Kardinal, wir freuen uns auf das Mitsingen. Ja. Vielen Dank. So wie alle Musikgruppen, wenn die sich treffen, bevor sie auftreten, Janus, ihr auch, ihr spielt euch warm, ihr probt und darum beginnen wir gleich 45 Minuten hier im Dom mit einer Probe. Danach beginnt dann das richtige Konzert. Zum Konzert werden alle Lieder nochmal gespielt und ein paar Texte habe ich dazu auch mitgebracht. Diesmal steht unser Feiern hier im Dom, unser Adventkonzert unter dem Satz, mache dich auf und werde Licht. Denn bald feiern wir Weihnachten und das große Licht für die Menschen, die Geburt Jesu Christi, leuchtet für uns. Wir werden immer wieder an diesen Satz denken, mache dich auf und werde Licht. Das ist auch gleich der Kanon, womit der Janus anfangen wird. Doch bevor es jetzt losgeht, möchte ich euch bitten, die richtigen Notenzettel aufzustellen, mache dich auf und werde Licht, die Instrumente hervorzuholen. Und der heute kein Instrument spielt, das ist der Janus neben mir, der spielt normalerweise den Drummer hier bei den Höhnern. Wird vertreten jetzt durch den Christoph, durch seinen Sohn. Vielen Dank. Und Janus, ich glaube, wir können mit der Probe anfangen. Gut, da freue ich mich. Probe braucht natürlich zuerst eine gemeinsame Stimmung, und zwar eine Stimmung der Instrumente. Vorher möchte ich aber noch die Zuschauer vom Domradio, also sind eher die Zuhörer, aber die Zuschauer von Center TV und die Zuschauer von EWTN, das ist ein großer globaler Sender, begrüßen. Und ich möchte euch bitten, einmal für den Herrn Zöller. Herr Zöller, stehen Sie doch bitte einmal auf, damit alle Sie sehen können. Ich habe eine Bitte. Das ist der Mann, der für uns diese Idee gehabt hat, mit uns zusammen im Dom zu spielen. Und er hat jetzt gerade letzten Montag seine Verabschiedung gehabt. Er geht nämlich in den Ruhestand. Und ich möchte, dass wir ihm einmal richtig herzlich applaudieren für die tolle Idee. Ich möchte mich noch kurz bedanken bei meinem Team auch, wenn du hier schon den Herrn Zöller nennst, der gehört auch zum Team, die Birgit Rath da vorne, die hat die ganzen E-Mails an euch geschrieben. Da stand immer drunter, Birgit Rath,
Die hat die natürlich automatisch geschrieben, aber sie hat sich darum gekümmert, dass ihr alle hier reinkommen könnt in den Kölner Dom. Dann gibt es noch den Volker Burg. Es gibt ganz viele. Vielen Dank. So, dann wollen wir stimmen auf 440. Die Kalibrierung von den Keyboards bitte auf 440 stellen und die Gitarren und die Geigen, alle Instrumente auf 440 gedacht. Ja? Wir hören mal den Ton bitte vom Keyboard, von unserem Keyboard. Ist der auch 440, Peter? Da gehen wir mal von aus. Ja, okay. So. Ganz voll. So, ich glaube, das reicht. Vielen Dank. Bevor wir jetzt anfangen, wollen wir einmal diese wunderschönen Orgel hier im Dom hören. Herr Brüggemann spielt jetzt uns ein Stück, und zwar zu dem Lied, was wir als erstes spielen, eine Fantasie zu Wir sagen euch an den lieben Advent. Bitte sehr, Herr Brüggemann. Werde Licht, unser Kanon am Anfang, den wir jetzt zusammenspielen. Ich bitte den Herrn Brüggemann, vielleicht auch mal mit uns zusammen zu spielen. Wir spielen einmal alleine und dann hören wir mal die Orgel mit dazu. Für die Flöten im zweiten Takt gibt es ein tiefes H. Das kann natürlich, ein tiefes G, Entschuldigung, das kann keiner spielen. Da kann man das D weiterspielen, also das D, was auf der Zählzeit 3 im ersten Takt ist, auf dem Text auf und
Dieses D kann man weiterspielen, also man braucht da nicht auszusetzen, einfach dieses D weiter. So, wir spielen einmal zusammen den ganzen Durchgang von diesem Kanon, ja? Erstmal schön langsam. Beim zweiten Mal kommt dann bitte die Orgel mit dazu. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt die Orgel mit dazu. Eins, zwei, drei und. Das ist für mich immer das Tollste, wenn man diese Nachhall hört. Das ist Wahnsinn, ja. Klasse. So, jetzt haben wir ein paar Instrumente, die ich euch mal vorstellen will. Hier ist vorne ein Glockenspiel. Spielst du uns mal den Anfang, dass wir mal alle hören, wie dieses Glockenspiel klingt? Dankeschön, super. Könnt ihr klatschen, ruhig. Wir sind ganz viele Klarinette doch. Wir hören mal einmal die ganzen Holzbläser alleine. Das ganze Lied, ja, mache ich auf den ganzen Kanon. Eins, zwei, drei und. Die Streicher. Eins, zwei, drei und. Klasse. Und das ganze Blech jetzt. Eins, zwei, drei und. Einen jungen Mann, der hat eine Oboe. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier, ja. Kannst du uns mal den Kanon, den Anfang mal spielen? Eine Oboe. Komm, ich halte mir das Mikrofon da dran, damit dich alle hören können. Bitteschön. Klasse. Applaus. Ja. Immer allein. Und hier haben wir eine Bass. Flöte. Sag mal genau, wie die heißt. Eine Großbassblockflöte. Eine Großbassblockflöte. Die hören wir uns mal an. Jetzt gehe ich mal auf die Seite, Schiffe, und zwar in die Querhäuser. Da haben wir nämlich Instrumente, die ihr jetzt gar nicht so sehr gut sehen könnt, aber ihr könnt sie hören. Wir haben nämlich hier über 250 Gitarren. Und die möchte ich jetzt mal hören, und zwar so hören, dass alle die mitkriegen. Ja? Wir spielen mal dieses Lied und ich bitte mal den Jens, unseren Jens und den Christoph, die Melodie mitzuspielen, ja? Dass wir... Oh, der Jens spielt mit dem Saxophon. Klasse. So,
Und wir hören die Gitarren. Wir hören die Gitarren jetzt mal alleine, damit ihr auch mal alleine spielt. Also 1, 2, 3, 4. Gut, jetzt muss ich hier den Technik, für die Technik sagen, hier den beiden Lautsprechern müsste man ein bisschen mehr von der Band hören, also vom Saxophon und vom Schlagzeug, damit die sich schön auf das Tempo draufsetzen können, ja? Das wäre total lieb. Und jetzt gehe ich mal auf die ganz andere Seite, da haben wir nämlich die Mundharmonikas, da haben wir die Keyboards und da haben wir, ich glaube, ich habe sogar Akkordeone gesehen und die wollen wir jetzt auch mal alleine hören. Vielleicht, ihr spielt ja teilweise Melodie und die linke Hand, also und Begleitung. Wir hören uns das mal an wieder. Der Jens spielt die Melodie bitte und der Christoph das Schlagzeug. Und dann spielen wir zusammen. 1, 2, 3, 4. Applaus. Ich sag mal, wie viel Spaß hat. Mit dem Applaus. So, jetzt gehen wir zuerst mal in die hohe Schule. Jetzt spielen wir das als Kanon. Erstmal nur als zweistimmigen Kanon. Die linke Seite und die rechte Seite. Und jetzt kann man auch bitte mitsingen. Ja, mitsingen ist jetzt sehr, sehr schön. Wir fangen an, einmal zusammen. Dann die linke Seite alleine, dann setzt die rechte Seite ein. Wir spielen einen Durchgang und machen Schluss. Das heißt also, wenn die linke Seite wieder angefangen hat, dann ist Schluss. Wir probieren das mal. 1, zusammen. 3, 4. Super, klasse. Und jetzt die hohe Schule, vierstimmig. Vierstimmig. Die Sänger, die hinter den Gruppen stehen, singen bitte laut mit. Wir fangen an von links, also die Keyboards, Akkordeone, die Mundharmonikas mit den Sängern dahinter, dann die Streicher, dann die Flöten und die Blechbläser und dann als vierte Gruppe die Gitarrengruppe. Wir spielen zwei Durchgänge, das heißt, wenn die erste Gruppe zweimal durch ist, dann ist Schluss. Einmal zusammen. 1, 2, 3, 4. Ich bin begeistert. Ihr könnt ruhig applaudieren, natürlich.
So, ich glaube, jetzt sind wir eingespielt. Jetzt gehen wir zum zweiten Lied. Wir haben die Reihenfolge in dem Heft ein wenig verändert, als sie im Internet stand. Deshalb ist jetzt das zweite. Wir sagen euch an den lieben Advent. Nur zwei Strophen, weil wir haben ja heute erst den zweiten Advent. Wir spielen direkt zusammen einen ganzen Durchgang Vorspiel und dann die beiden Strophen. Alles zusammen. Eins, zwei, eins, zwei, zwei. Wir sagen das nächste Lied ist Peace, Frieden, Shalom, Salam. Auch hier ein Hinweis für die Flöten. Da kommt auch wieder so ein Ton vor, ein H, ein Heinrich. Statt dieses H könnt ihr wieder das D, das Dora spielen. Also das ist im letzten Takt, im Refrain, da steht ein H auf der Zeile selber an und da könnt ihr wieder dieses D spielen. Einfach nur das D, ja? So, es gibt ein kleines Vorspiel. Wir müssen ja darauf achten, dass wir zusammenspielen. Und dieses Vorspiel, das macht uns der John. Das sind vier Takte und dann steigen wir ein. Und ich bitte den Hannes, das mal zu singen, ja? Okay? Ist das zu hoch? Im Refrain, ja? Nur im Refrain. Also Anfang. Nee, wir fangen gemeinsam okay an. Nur der John fängt mit einem Vorspiel an. Ja? Okay. Das sind vier Takte. Achtung. Eins, zwei, drei. Moment. Nein, stopp. Das ist ja die hohe Kunst. Wir wollen zusammenspielen und der John macht ein Vorspiel und dieses Vorspiel wollen wir uns anhören und wir setzen erst ein, wenn das Vorspiel zu Ende ist. Ja? Ich gebe euch den Einsatz, das sind insgesamt vier Takte, wir machen das ein bisschen länger. Achtung. Das sind acht Takte. Eins. Bitte? Acht Takte sind es. Wenn man es wie acht. Ja, ich zähle sechs, acht und deshalb. Aha, okay. Okay, ja. Gut. Wir einigen uns auf acht Takte? Acht Takte. Okay, gut. Dann sind acht Takte drei. Alles klar. Eins, zwei, drei. Wie schön ist es zur Weihnachtszeit, wenn überall auf der Welt
der Wunsch nach Frieden um sich greift und endlich wieder zählt. Peace, Frieden, Shalom, Salam. Frieden fängt bei uns selber an. Peace, Frieden, Shalom, Salam. Ein Traum, der wahr werden kann. Jetzt kommt ein kleines Zwischenspiel, aber dieses diesmal nur ein, also nur, wie viel Takte sind es? Vier. Jetzt dann nur vier, wenn man drei Viertel zählt. Alles klar, vier Takte. Und dann geht es in die zweite Strophe und dann kommt nach der zweiten Strophe ein Solo. Bei dem Solo möchte ich nur die Streicher hören mit dem John zusammen. Ja? Also, bitte? Nach dem zweiten Refrain, ja. Okay, also direkt steigen wir ein in die zweite Strophe. Eins, zwei, drei, eins, zwei. Es drang die Macht der Liebe siegt über die Liebe zur Macht. Dann wird auf Erden auch Frieden sein und jede Nacht heilige Nacht. Dies Frieden Shalom, Salam, Frieden fängt bei uns selber an. Dies Frieden, Shalom, Salam, ein Traum, der wahr werden kann. Ihr habt klasse. Ihr habt gehört, wir machen am Schluss eine kleine Coda. Das sind die letzten drei Takte mit Auftakt. Ein Traum, der wahr werden kann, als Ritardando, als Coda. Super. So, jetzt wachet auf, ruft uns die Stimme. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil da gibt es keinen Takt, keine Taktangabe. Wir zählen ganz schwere halbe Noten. Und bei den Übergängen zähle ich immer 1, 2, 3. Wir probieren das mal, einfach nur damit wir verstehen, wie das Lied aufgebaut ist. Einfach alle zusammen jetzt mal das Lied, die Melodie spielen und mal hören, dass wir das hinkriegen. Wir machen mal ganz langsam. Also, 1, 2, 3. Ja, stopp. Das ist richtig schwierig. Das ist ja als halbe notiert und dann sind die Viertel gleich Achtel. Also das ist relativ schnell. Wir müssen also so denken. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Der Wächter sehr. Also dieses Tempo ist das, ja? Also da müsst ihr euch drauf einlassen, ja? Also, eins, zwei, drei. Wacht. Stopp, 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 st
Das Blech ist nicht zu halten, ja. Das Blech ist nicht zu halten. Es klingt so fantastisch, eigentlich würde ich euch gerne weiterspielen lassen. Aber wenn wir nicht zusammen sind, dann ist das schwierig. Also es ist richtig schwer, da dieses Tempo zu halten. Ich hoffe, dass der Christoph hinten gut zu hören ist, dass diese Hi-Hat, dieser Zimbelklang, dass der euch das Tempo angibt, dass ihr euch da draufhängen könnt, ja? Also, nach dem Einstieg in den zweiten, also in die Wiederholung, zähle ich 1, 2, 3. Und dann geht es wieder von vorne los. Und dann kommt der Übergang auf den nächsten Teil. Da zähle ich auch wieder 1, 2, 3. Und die 3 ist jetzt schon das erste Viertel im dritten System. Das erste Viertel. Und dann geht es weiter direkt mit diesem Wach auf. Der Bräutigam kommt. Wach auf. Da müssen wir aufpassen. Also wir probieren das mal. Es ist nicht einfach, aber deshalb proben wir es ja vorher. 1, 2, 3. Was sage ich wieder? Das Blech ist nicht zu halten. Dann habe ich eine Idee. Dann fängt das Blech jetzt mal alleine an. Ja? Okay? Nur das Blech. Ganze erste Strophe. Achtung. 1, 2, 3. Klingt fantastisch. Kommt mal alle hier hinten hören. Das hört sich wirklich toll an. Ja. Jetzt habe ich eine Bitte an den Andreas Meyer. Ich würde bitten, dass hier an den Boxen, die hier hinten stehen, dass das Schlagzeug und die Instrumente ein bisschen lauter sind, weil die können sich hier wirklich nicht gut orientieren, weil es ist zu leise. Also eine Bitte, hier die Boxen, die hier hinten sind, ein kleines bisschen lauter machen. Damit man, Christoph, spielst du mal die Hi-Hat bitte? Das ist besser, jawohl, so ist klasse. Ja, super, alles klar, vielen Dank. So, nächstes Lied, das ist relativ einfach, das spielen wir zusammen. Mensche wie mir,
Nun krieche und lache. Wir singen nur die erste und die dritte Strophe. 1 und 3. Kleines Vorspiel, 2 Takte. Alle da? Okay. 1, 2, 3, 2. Ganz. Wir müssen uns so ein bisschen dran halten an die Zeit, weil es ist schon spät geworden. Wir müssen ja um 15:15 mit dem Konzert anfangen, weil sonst kommen wir nicht bis 16 Uhr durch. So, irische Segenswünsche. Irische Segen hat jetzt einen kölschen Text bekommen. Das ist jetzt für die Instrumentalisten eher weniger wichtig, aber der Text ist, bitteschön. Wir setzen direkt ein, kennen wir ja alle, kein Problem. Achtung, 1, 2, 3, 4. Von links nach rechts jede Gruppe zur Strophe alleine spielen lassen. Also Keyboards, Quetsch und Mundharmonikas, dann die Streicher, dann das Streicher und Flöten zusammen. Nee, machen wir linke Seite. Die Streicher, linke Seite, rechte Seite und dann die Gitarren dahin. Ja, zu jeder Strophe. Probieren wir das mal. Nur, dass ihr es verstanden habt. Also einmal Vorspiel, alle zusammen. 1, 2, 3, vierte Strophe und dann ist Schluss. Ja, Achtung. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Nächstes Lied, Feliz Navidad. An dieser Stelle möchte ich euch Anna Maria Kaufmann vorstellen, die heute hier unser Gast ist
und die mit uns jetzt dieses Lied zusammen singen wird. Ein Applaus bitte für Anna-Maria Kaufmann. Wir spielen 3 × 2 × 2. Was heißt das? Wir spielen 3 ganze Durchgänge und immer 2-mal jedes Teil. Also Feliz Navidad bis Felicidad Ende und dann kommt der zweite Teil. Jeden Teil spielen wir 2-mal und das 3-mal insgesamt. Schwierig, hört sich nur so an, ist im Prinzip ganz einfach. Kleines Vorspiel. 1, 2, 3, 4. Natürlich noch ein Durchgang mehr. Applaus, gut. Ja. So. Nächstes Lied ist Hillig offen bin ich daheim. Jetzt hatte ich mir gewünscht, jetzt hat sich seit Jahren immer wieder ein Dudelsackspieler angekündigt. Aber ich glaube, er ist nicht da. Oder ist er im Dom? Dann möchte er sich bitte melden und mal nach vorne kommen. Nicht da? Schade. Das wird nämlich so schön passen dazu, zu diesem Lied, Hillig offen bin ich daheim, einen Dudelsack dazu zu haben. Gut, haben wir leider nicht, gut. So, dann spielen wir es einmal durch. Und zwar nach der 3. Strophe gibt es ein Solo. Und dieses Solo wird unterstützt wieder nur von den Geigen. Ihr spielt einfach normal eure Stimme weiter und es gibt ein Solo vom John. Ja? Achtung, kleines Vorspiel. 1, 2, 3, 2, 2. Hillig offen bin ich daheim, will an dich jemand sein, wo ich auch bin, wo ich mich umdrehe. Hillig offen bin ich daheim. Ich will jetzt nicht mehr länger noch hat. Mir hat's das schwankt und ich hab kein Wahl. Und damals da ich raus aus dem Trott. Ich hab Angst, mein Level in Fott. Jetzt seh ich hin und bin am Krieg.
Küche. Denk an Feuer, für mich gebrannt. Machen, sonst kommen wir nicht durch. O Heiland, reißt die Himmel auf. Spielen wir nur mal einmal an. Das ist nicht so kompliziert. Dreivierteltakt. O Heiland, reißt die Himmel auf. Achtung, geht direkt los. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Jetzt habe ich noch eine Sache, die wir proben müssen. Und zwar möchte ich jetzt eine besondere Kalender ganz besonders von den Gitarren hören. Und den Gitarren und den Keyboards. Und die bitte ich jetzt einfach mal auf die Zählzeit 2 und 4 so eine Art Reggae-Rhythmus zu zaubern. Ja? Also Reggae-Rhythmus, das würde bedeuten 1, 2, 3, 4. Und dann immer 1, jump, 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 jump. Genau das. Super. Und die Keyboards mit der linken Hand auch und die Akkordeone auch mit der linken Hand dazu. Klasse. Und wenn der Rhythmus steht, dann steigen wir alle ein. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Hey, ich schenke dir einen Kalender, einen besonderen Kalender zum Advent. Hey, ich schenke dir einen Kalender, wo das Beste für das Leben dranhängt. Hey Gott, bei diesen Büchern bringst du die Fantasie. Hey, am zweiten Güt verständlich, da kommt Hilf und Theorie. Ich schenk dir den Kalender, den besonderen Kalender zum Advent. Hey, ich schenk dir den Kalender, wo das Beste für das Leben dran hängt. Kalender, okay. Der besondere Kalender. Perfekt, perfekt, perfekt. Damit gehen wir auf Tournee. Habt ihr gehört, damit gehen wir auf Tournee. Ja, gut. So, das letzte Lied, mach hoch die Tür. Einmal kurz anspielen. Zusammen. Achtung. Macht hoch die Tür, letzte Tür. Nur einmal anspielen. Eins, zwei, mach hoch.
So, perfekt vorbereitet, können wir jetzt in den zweiten Teil gehen. Jetzt gehen wir zum Konzert. Liebe Petra, wo bist du? Ah, da ist sie schon. Lieber Janus. Einmal das Mikrofon von der Petra bitte aufmachen. Jetzt könnt ihr mich auch hören. Nach der wunderschönen Probe beginnen wir nun mit unserer kleinen, gemütlichen Adventsfeier hier im Kölner Dom. Ich denke, es ist schon ein Grad wärmer geworden. Ihr habt super schön gespielt und gesungen. Und vorne am Altar links gibt es einen riesengroßen Adventskranz, wo zwei Kerzen brennen zum zweiten Advent. Und Janus, ich habe hier den kleinsten Adventskranz mitgebracht für uns. Halt mal fest. So, wir machen hier unsere kleine private Adventfeier. Mal gucken. So, zweiter Advent. Und ich habe diesen kleinsten Adventkranz der Welt mit der Post bekommen. Und in dem Brief dazu, da hieß es, mit unserem Gruß möchten wir Ihnen in Erinnerung bringen, dass das uns geschenkte Leben mehr ist als die Arbeit und die Leistung, die wir alle jedes Jahr aufs Neue vollbringen. Am Ende eines Jahres ist es Zeit, auf das Wesentliche zu schauen, den Grund unseres Seins und unseren Schöpfer. Er ist das Licht der Welt. So, rutscht noch etwas näher zusammen, dann wird es nicht nur hell, sondern auch warm hier im Dom. Und wir können mit dem Konzert, Janus, ich nehme dir das jetzt wieder ab, beginnen. Wir sagen euch an den lieben Advent. Nur zwei Strophen. Einmal Vorspiel und zwei Strophen. Und jetzt singen bitte alle Sänger auch mit, ja? Eins, zwei, drei, eins, zwei. Wir sagen... Möchte ich euch noch mal Anna-Maria Kaufmann vorstellen. Und wir haben als Geschenk ein Lied mitgebracht, und zwar das Lied vom kleinen Drummer Boy, vom Little Drummer Boy. Die Geschichte ist die, dass dieser kleine Drummer Boy zum Jesuskind kommt und fragt, ich habe kein Geschenk, darf ich denn vielleicht irgendwas vorspielen? Und er fragt die Maria, ob er mit seiner kleinen Trommel dem Jesuskind was vorspielen darf. Und da sagt die Maria, das ist bestimmt ein wunderschönes Geschenk für das kleine Kind. Und dann spielt er ihm auf der Trommel was vor. The Little Drummer Boy.
nächste Lied ist Peace, Frieden, Shalom, Salam. Ihr denkt dran, nach der zweiten Strophe kommt ein Solo mit den Geigen. Ne? Achtung, Vorspiel vom John. Im Lied heißt es gleich, wachet auf, ruft uns die Stimme. Wer soll da aufwachen? Jerusalem soll aufwachen, die große Stadt Jerusalem. Eine Geschichte aus einer alten Zeit, eine Geschichte aus der Bibel. Mitten in der Nacht soll Jerusalem aufwachen. Nicht, weil ein Feind angreift, nein, weil die Männer nach Hause kommen, die Verschleppten. Die Menschen, die verschleppt wurden, kommen aus der Gefangenschaft heim. Die Stadt Jerusalem darf jubeln. Gott hat die Menschen, die Männer wieder nach Hause geführt. Wacht auf, heißt es dann weiter, ihr klugen Mädchen, ruft der Wächter. Da geht es um ein Gleichnis von den klugen Jungfrauen. Das sind die jungen Mädchen, eine Braut auch, die auf ihren Mann wartet, aber nicht weiß, wann er kommt. Hier wartet also eine Braut gleich in dem Lied mit ihren Freundinnen zusammen auf den Bräutigam. Ihr müsst ihm entgegengehen, ruft der Wächter. Die Braut, das sind wir hier, das ist die ganze Kirche. Die Kirche wartet auf ihren Bräutigam. Darum ist es ein Adventslied. Sie wartet auf Jesus, auf Gottes Sohn, das Christkind in der Krippe. Und die Freude über den Bräutigam ist so groß, dass sogar die Engel gleich mitjubeln dürfen. Kein Aug hat je gespürt, kein Ohr hat mehr gehört. Solche Freude. Das Licht wird hell, der Stern geht auf. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Das ist das Solo für das Blech.
Wir singen direkt zusammen mit und die erste Strophe bitte nur das Blech und die Hörner zusammen, ja? Und zwar richtig kräftig. Achtung! Gut aufpassen, dass wir die Übergänge perfekt hin. Eins, zwei, drei. Menschen wie mir, erste und dritte Strophe. Bei den Strophen bitte ganz leise spielen und beim Refrain ein kleines bisschen lauter. Eins, zwei, zwei. Als Insel gekommen, so lag ihr und wir, auch der Willi, der Ari, ja Menschen wie mir. Menschen wie mir, dort kriechen und lachen, Menschen. Menschen wie mir, ja Menschen.
Hebert und Flönz. Komm rüber, jetzt schwagen, nun nachgeht es. Zig Jahre da wohne, mach eh Tür an Tür und mir halten zusammen. Ja, Menschen, euch eine Geschichte mitgebracht, die mir gut gefällt. Eines Tages bemerkte der König, dass er alt geworden war. Er rief seine beiden Söhne zu sich in die große Halle. Er sagte: Bis zum Abend habt ihr Zeit, diesen Saal zu füllen. Wer es von euch beiden schafft, soll mein Nachfolger und König werden. Er gab jedem der beiden einen Silberling und das war nicht sehr viel. Die beiden zogen los. Der Ältere kam an ein Feld, auf dem gerade die Leute Weizen droschen. Ich gebe euch einen Silberling für die Spreu, sagte er. Die Bauern waren froh, die Spreu loszuwerden und brachten sie sogar ins Schloss. Du kannst mich zum König machen, rief der Älteste. Ich habe den Saal gefüllt, aber der Vater wollte noch warten. Als es dämmerte, kam schließlich der Jüngere. Räumt alles aus dem Saal heraus, sagte er, und dann stellte er eine Kerze in die Mitte des Raumes. Er zündete sie an. Warmes Licht füllte den ganzen Raum und ließ die Gesichter des Königs und der Söhne, der Diener und der Mägde erleuchten. Der alte König sagte: Du wirst mein Nachfolger. Irische Segenswünsche. Vier Strophen, vier solistische Teile. Bei den Strophen, die Refrains, spielen wir wieder alle zusammen. Es fängt an, die linke Seite, die Keyboards, die Mundharmonikas und Quetsch. Alles klar? Strophe 1. 1, 2, 3. Thank you.
liebe Anna-Maria Kaufmann, singt uns jetzt das Lied Feliz Navidad. Ich darf euch bitten, bei den Strophen ganz leise zu spielen. Die Strophen ist immer der erste Teil und der Refrain, I wanna be a Merry Christmas, den spielen wir etwas lauter. Ja? Dreimal, zwei, zwei. Erinnert euch, dreimal, zwei, zwei. Kleines Vorspiel. Eins, zwei, drei, vier. Heiligabend bin ich daheim. Kleines Vorspiel und nach der dritten Strophe das Solo mit den Streichern wieder. Achtung! Eins, zwei, drei, zwei. Heiligabend bin ich daheim, wenn all die Schönen sind, wo ich auch bin, wo ich mich schon triefe, Heiligabend bin ich daheim. Warum war es mir jetzt egal? Ich will jetzt gehen, wie länger noch warten. Wie Herz, das schreit und ich hab kein Wahl. Damals war ich vor uns betont. Ich hab alles wie Leben läuft. Jetzt seh ich hin und bin am Griechen.
bin ich dahin. Wer all die, die ich jenen sind, wo ich auch bin, wo ich mich umtriebe, hör ich oder bin ich dahin. Hör ich auf und bin ich daheim. Das nächste Lied ist ein ganz besonderes Lied. Der Krieg fordert immer wieder Opfer. Vor 70 Jahren war hier in Deutschland Krieg und Bomben fielen auf Köln. Und auch dieser Dom wurde nicht verschont. Der schlimme Krieg dauerte 6 Jahre. Und vor fast 400 Jahren war hier auch Krieg und der dauerte 30 Jahre. Die Menschen haben dabei immer wieder so sehr gehungert, dass ihre Körper sich gar nicht mehr gegen die Krankheiten wehren konnten. Viele starben im Krieg, noch mehr starben an Krankheiten. Und einer, der das alles mit ansehen musste, das war Friedrich von Spee, ein junger Ordensmann, der dieses Lied geschrieben hat. Er war Jesuit und stammte aus Kaiserswerth bei Düsseldorf. Und nachdem der Krieg schon 4 Jahre dauerte, da hat Friedrich von Spee das Lied geschrieben: O Heiland, reiß den Himmel auf. Das ist ein Schrei, ein Aufstöhnen. O Heiland, komm doch, komm doch. Die Strophen sprechen von einem Jammertal und von der Finsternis, von Not und ewigem Tod. Und da ist die Hoffnung, der Himmel über uns, der Tau der Erde wird benetzt. Da sind Sonne, Sterne, Trost und starke Hand. Ja, auch das ist der Advent. Die Hoffnung, dass da jemand kommt. Der Retter ist und Heiland. O Heiland, reiß den Himmel auf. Wir spielen zusammen. Und die Sänger, die möchte ich jetzt mal richtig deutlich hören, ja? 1, 2, 3, 2. O Heiland. Ich komme zu den Gitarren. Wir spielen einen Reggae-Groove. Man kann dazu den rechten oder den linken Fuß auftippen, damit man so den Rhythmus mitnehmen kann. Also man macht dann so m-chap, 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 m-chap. Steigt mal ein. Ein m-chap, 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 m-chap. Und die Keyboards, die linke Hand auch und die quetscht auch drüben. Die quetscht auch und die Mundharmonika. Jawohl. Und wir singen zusammen. 1, 2, 1, 2, 3. Hey, ich schenke den Kalender, eine besondere Kalender zu meinem Fan. Hey, ich schenke den Kalender, wo ich beste für den Kalender. Der zweite Kind Verständnis, dann Humor und Euphorie.
Geborgenheit. Und mäst du dann die Sippe ab, fügst du ne Pömmelzeit. Hey, ich schenk dir ne Kalender, ne besondere Kalender zum Advent. Hey, ich schenk dir ne Kalender, wo die beste Führung bleibe dran hängt. Die Freude und das Leben, zehn Erfahrungen sind wichtig, Stärke wird uns zu verfehlen. Gib uns dann der Würde und ihr liebte Zweisamkeit. Oh. Hey, ich schenk dir ne Kalender, ne besondere Kalender zum Advent. Hey, ich schenk dir ne Kalender, wo die beste Führung leben dran hält. 18 Millionen Gedanken, dann die Achtung für mich und dir. Mit 20 ist alles offen, jetzt fehlen nur noch vier. 21 ist die Freundschaft, 22 Toleranz. Jetzt fehlt nur noch der Friede und alles spart in Singemjans. Hey, ich schenk dir ne Kalender, ne besondere Kalender zum Advent. Hey, ich schenk dir ne Kalender, wo der beste Führer dran hängt. 24 ist der Hammer, ein Kind mit Gold und Geld. Doch Hänger von die Liebe, das wichtigste auf der Welt. Hey, ich schenk dir ne Kalender, ne besondere Kalender zum Advent. Hey, ich schenk dir ne Kalender, wo das Beste für das Leben dran hängt. Hey, ich schenk dir ne Kalender, ne besondere Kalender zum Advent. Hey, ich schenk dir ne Kalender, wo das Beste für das Leben dran hängt. Wo das Beste für das Leben dran hängt. Wo das Beste für das Leben dran hängt. Klasse! Bevor wir gleich das letzte Lied singen, möchte ich euch einladen, wenn ihr rausgeht, so eine kleine Kerze mitzunehmen. Wir haben ganz viele Kerzen für euch bestellt. Nehmt sie mit als Erinnerung an unser Advent-Mitspielkonzert. Mache dich auf und werde Licht. Bringt das Licht zu den Menschen, die es besonders nötig haben. Bringt es in die Häuser, in die Krankenhäuser, in die Familien, zu den Menschen, die sich darüber freuen. Und draußen, gegenüber vom Dom, stehen noch ein paar gute Freunde von mir. Die haben mir diesen Nikolaus in die Hand gedrückt. Nikolaus war zwar schon, aber wir können ja lange feiern als Katholiken. Das ist der richtige Nikolaus, kein Weihnachtsmann. Und da steht auch die Geschichte wunderschön drauf. Und wenn ihr aus dem Dom rausgeht, geradeaus durch, vielleicht kriegt ihr auch noch so einen. Müsst ihr mal fragen. Ich habe einen gekriegt. Vielleicht kriegt ihr auch einen. So, und jetzt, Janus, das letzte Lied mit ganz viel Schwung. Mit ganz viel Schwung, ja, natürlich, das Blech macht hoch die Tür. Wir machen folgende Form. Blech fängt an, dann kommen die Geigen, dann die Flöten, und zwar innerhalb des Liedes. Immer die erste, zweite Zeile, dann die Geigen, dann die Flöten und zum Schluss alle zusammen. Wir singen aber nur die erste Strophe, die dritte Strophe und die fünfte Strophe. Und Anna-Maria Kaufmann singt wieder für uns mit. Vielen Dank. Achtung, einmal Vorspiel, damit wir hören, wie das ist. Einmal Vorspiel. Blech, Geigen, Flöten. Achtung. Eins, zwei. Macht hoch. Nochmal, Entschuldigung, war mein Fehler. Ich war zu lang. Entschuldigung, das muss zusammengehen. Das ist jetzt mein Fehler. Also, eins, zwei, drei, zwei, zwei. Blech.